Hallo, ich stehe hier gerade in der Halle 17, da wo die ganzen Segeljachten stehen, beziehungsweise ein Teil der Segeljachten von der Messe in Düsseldorf. Und neben mir steht der Flo von Bavaria und der zeigt mir jetzt gleich das Flaggschiff von Bavaria, die C65. Ist das größte, ne? Ja, genau, das ist das größte Schiff von Bavaria. Ich bin sehr gespannt. Ich habe bisher nur so ein paar Bilder gesehen, aber von drinnen noch nicht. Und jetzt marschieren wir gleich mal rein und schauen uns mal an, wie das Schiff von innen ausschaut. Wir stehen hier hinten am Heck der C65. Eine sehr schöne große Badeplattform mit einer riesigen Dinghy-Garage, wo ein Williams Jettender reinpasst. Ein sehr gutes Toy für Kinder und auch Erwachsene. Cool. Hier der Niedergang an der Seite auf die Badeplattform. Auf der anderen Seite haben wir hier den Stauraum für die Rettungsinsel. Der Jettender kann über eine Seilwinde reingezogen werden. Sehr, sehr einfaches Handling. Genau, dann gehen wir am besten mal hoch. Ja, wie man sieht, ein sehr, sehr flaches Deck bei der C65. Ist allgemein bei Bavaria die C-Linie ganz neu, sehr, sehr flache Decks, zwei bis drei Ebenen. Wahnsinn. Sehr, sehr schön gezeichnet. Und da vorne kann ich mich dann hinlegen zum... Genau, hier vorne, neben dem Niedergang. Vorderhalb vom Niedergang habe ich Riesenflächen, was auch sehr, sehr gut ist bei den neuen Bavarias. Alle Fallen, alle Leinen laufen unter Deck, also ich habe keine Stolperfallen am Deck mehr. Ist es nicht nur hier bei der jetzt so? Ist bei C45, C50, C57, bei allen gleich. 65. Cool. Wow. Unfassbar, wie viel Platz da ist. Hier vorne haben wir dann noch eine Skipperkabine. Und die ist von oben begehbar wahrscheinlich. Die ist von oben begehbar, genau. Die Fallen und Schoten verlaufen alle unter Deck. Ja. Kommen hier raus auf die Winschen. Fockwinschen, Großwinschen, Genackerwinschen, alles hier. Hier habe ich die Navigationsplätze, also Steuerplätze. Das ist unglaublich, was das für ein Platzangebot hier ist. Und wie viele Kabinen hat die jetzt? Ich meine, wir gehen ja gleich runter, aber... Das ist jetzt so 3 plus 1, also 3 Kabinen plus Skipperkabine. Richtig schön, eigener Richtig. Platz, Luxus. Okay. Genau. Die Cockpit-Tische sind absenkbar. Okay. Damit man hier auch eine große Liegefläche bekommt. Aha. Alles brutal. Teppich, das ist quasi wie bei uns im Wohnzimmer. So, jetzt sind wir hier drinnen. Ich mache nur noch mal alle Lichter an. Wahnsinn. Genau. Das ist ja hart. Das ist das Innenleben der C65. Wie du siehst, sehr, sehr groß. Ganz schon, aber es ist komplett anders als alle anderen. Oder sind die anderen C-Reihen, die werde ich mir später auch noch mal anschauen. Sind die ähnlich aufgebaut? Nee, ne? Nein. Ja. Also das Schiff ist ja komplett vom Interieur frei wählbar, vom Eigner. Farbtechnisch auch, oder? Verschiedene Holzarten, was der Kunde wünscht. Stark. Lederpolster, Stoffpolster. Macht es Sinn, Teppich drin zu haben? Oder ist das, gut, ich meine, wenn das so groß ist, so nass kommst du ja wahrscheinlich auch nicht runter, ne? Das ist Kundenwunsch. Okay. Wie der Kunde das Schiff haben will, so wird es gebaut. Also wenn meine Crew das jetzt sieht, dann wollen die damit auch mal fahren. Das ist gut so. Das ist ja echt Wahnsinn. Also da gibt es eigentlich an diesem Schiff zu sagen, ne? Gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Hier drin ist ein Waschtrockner, also Waschmaschinentrockner-Kombination. Waschmaschine und Trockner? Ja, genau. Ja, und was mache ich, wenn ich, aber da brauche ich schon Landstrom, ne? Oder? Landstrom oder Generator? Ich habe einen Generator auch mit drauf. Wahnsinn. Hier auf dem Schiff ist alles mit drauf. Ich habe Internet, ich habe alles. Geil. Hier ist der große TV. Ja. Der ist versenkbar. Stark. Ach so, auch noch versenkbar. Dann haben wir einen Weinkühler hier. Am Herd, Gasbackofen, haben wir sogar einen Dunstabzug mit dabei. Also an dem Schiff ist alles vorhanden. Wahnsinn, und das Ding ist auch? Der Tisch ist auch absenkbar. Kann ich auch wieder eine große Liegefläche machen. Ach so, dass du hier tatsächlich nochmal zwei, genau. Ja gut, da können ja tatsächlich zwei Leute ja, draufschlafen. Ja, wenn ich am Abend hier gemütlich machen will, dann kann ich halt da schön Fernsehen schauen. Und so optional die Stühle noch mit dazu. Da gibt es verschiedene Stühle. Couch. Wahnsinn.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Kabinen sind. Gehen wir mal hier rein. Ja. Auch schön groß. Klar. Schöne große Kabinen. Hoch, groß. Hier kann man leben. Kannst du echt leben, ey. Wahnsinn. Mastzellen sind auch sehr, sehr groß. Alle mit Duschen. Im Vorschiff sogar getrennt. Kameras? Ja. Nur für die Messe. Ah, okay. Wobei für dieses Schiff kann man auch im Schiff Kameras haben, wie Alarmanlage, dass man zu Hause angepinkt wird. Und okay. In welchen Versionen wird es dieses Schiff denn überhaupt geben? Weißt du das? Also in der 3-Kabinen, wahrscheinlich 4-Kabinen. Nee, wahrscheinlich. Also das ist jetzt eh schon eine 4-Kabinen-Version. Also wir haben jetzt 3 Kabinen plus. Und normal kannst du dann wahrscheinlich noch die Vorschiffskabine. Ich kann auch noch eine Stockbettkabine mit drauf machen auf das Schiff. Also da kann man wirklich variieren, ne? Ja. Das ist im Endeffekt das Gleiche, ne? In so einer Charterversion, wo sehr viele Leute drauf sind, wird es dieses Schiff wahrscheinlich niemals geben. Nee, ich denke auch chartertechnisch, ich will ja jetzt keine Illusionen klauen, aber ich weiß nicht, ob das chartertechnisch so viel verbreitet sein wird, so ein großes Schiff, ne? Kann ich mir in Zukunft vielleicht schon vorstellen, ja, dass es sowas geben wird, so, aber das wird wahrscheinlich im Moment wahrscheinlich eher der Eigner, der sagt, ich brauche Platz. Da wird auch nicht die Masse gebaut wie bei der 45, 50 oder 57. Da werden vielleicht im Jahr 3, 4, 5 Stück gebaut. Ja. Oh, Marsch draußen? Draußen ist Einpeitschung. Ey, was ist? Ist das so bei Bavaria Frühstück? Ja. Das ist auch mal Motivation. Ja, cool. Also jetzt gucken wir uns mal die, ist es ja echt Hells Bells? Ja, jeden Tag. Jeden Tag? Ja. AC/DC. Sehr gut. Die Küche, ja, cool. Ja, das ist ein riesen Kühlschrank. Mit Gefrierschrank. Ich dreh mal die Kamera ein bisschen. Hoppala. Jetzt muss ich nochmal schauen, nicht, dass ich die belüge dann. Hinter dir. Du kannst selber schauen, du wirst es gleich wissen. Spülmaschine! Wenn das meine Frau sieht, die will das. Schöner Back, ey, klar. Herd. Da unten ist mit Dunstabzug. Das ist der Herd? Ja. Gut, cool. Vorschiffskabine. Oh, ich habe hier sogar meinen eigenen Schreibtisch. Richtig. Schreibtisch mit Tisch. Schön. Und ein Kleiderschrank auch noch extra. Begehbar. Das ist gut. Wahnsinn, ey. Mit Luke oben drin noch. Okay. Schönes großes Doppelbett. Hier gibt's nichts. Nee, es ist echt Wahnsinn. Und das theoretisch wäre dann auch noch wahrscheinlich irgendwie die Möglichkeit, hier logischerweise 2 Kabinen hinzumachen. Da kannst du ja 3 Kabinen reinmachen. Wird es aber wahrscheinlich in diesem nicht geben, ne? Schiffstypen nicht geben. Okay. Und hier habe ich dann nochmal, wie vorne auch, eine Toilette. Ah, okay. Und dahinter sitzt nochmal eine Dusche. Wie, dahinter sitzt nochmal eine Dusche? Nein, stopp, nicht bei dieser Tür, die nächste Tür. Ach so, okay, da. Ja, schön getrennt. Das ist ein Badezimmer. Boah. Riesig. In diesem Schiff fehlt nichts. Nee, da ist alles da. Wahnsinn. Cool. Gut, Flo, vielen Dank. Gerne. Das war eine schöne Vorstellung. Ich war noch nie auf so einem großen Kahn und jetzt habe ich das auch mal von innen gesehen. Ich bin mir sicher, das war interessant für jeden. Und ja, vielleicht habe ich ja sogar mal Glück und ich bin mal auf so einem Schiff, wenn es mal auf dem Wasser ist. Wenn wir eine Testfahrt haben, dann laden wir dich ein. Dann sagst du Bescheid. Danke dir. Gerne. Bis bald.